Ja, sag mal, wo ist dann der Löffel jetzt gerade? Ja, die ist verschwunden, aber ganz ehrlich, das mache ich nicht nochmal. Das war mir vorhin echt zu heiß. Hier, Lukas. Lukas aus der Zottermeer Weinstub. Wenn du das hier siehst, wenn du das sehen solltest, ja, ich bin ein Weichei. Ich greife da jetzt nicht rein. Wiederhören. So piepst du immer noch, verdammt. Aua. Also, dadurch... Also es ist ohnehin schwer, ganz ehrlich, Frigola Sada zu kriegen, ja? Tostada, Frigola Sada Tostada, ist echt schwer zu bekommen, aber dass hier so viele verbrannte Nudeln da dabei sind, also dass die beim Toast da nicht aufgepasst haben. Das rieche ich jetzt ein bisschen das auf, das rieche ich ein bisschen auf, weil wir haben jetzt, also ich habe jetzt für die 500 Gramm 3 Euro bezahlt, ja, ihr könnt ja auch, ich habe auch schon mal für so Dutt 6 Euro bezahlt, aber es war tausendmal geiler, ja. Ja, das ist jetzt jetzt habe ich hier ein bisschen Kurkuma reingemacht. Ja. Das haben wir ja jetzt erzählt. Gar nichts sagen hier. Was das? Scheiße. Qualität hat seinen Preis, aber das interessiert ja eh keinen. Echt? Ja, also du hast Kurkuma hier reingemacht. Und wie viel etwa? Das war jetzt so eine halbe gestrichene Teelöffel. Alles klar. So, und ihr seht auch jetzt, es gibt schon ein bisschen mehr Farb, aber ich kann das natürlich nicht ausgleichen, ja, mit denen hier verbrannte Dinge da. Gut, leben wir mit, aber ich glaube, es wird trotzdem schmecken. Ja? Also ich gehe mal von aus, dass der Hersteller das, also ich spreche mal jetzt Lanze für den Hersteller, also dass er das bewusst gemacht hat. Dass man sich Gedanken gemacht? Da, ja, die machen sich ja alle Gedanken. Das ist, aber ansonsten probierst du mal. Mm. Taugt das was? Das ist gut. Ja, ist gut, aber... ja. Nein, es ist... Es fällt nicht auf. Okay. Yeah, du warst jetzt eben schon ganz aufgeregt, ja. Weil ich die Frisur passt, ich weiß. Ja, einmal das und außerdem habe ich ja erstmal einen anderen Take gemacht, also mit dem Fond da und du wolltest ja eigentlich vorher schon den meinen Take machen und da warst du auch ein bisschen jetzt traurig. Ja, genau. Aber es gibt überhaupt keinen Grund. Deshalb, weil was wir hier am Start haben, das verspricht ganz großen Spaß. Aus dem Jahr 2001, direkt aus dem Bordeaux, vom Chateau Lafite Cantaloupe. Der war ja auch Schaffner, deswegen. Nee, der war auf dem Schafott auch gewesen. Ach so. Ein Cru Bourgeois aus dem Haut Médoc. Das Zeug haben wir aufgemacht vor 2 Stunden. Und... ja, der lässt sich noch ein bisschen Zeit. Allerdings, was man jetzt schon sehr, sehr schön merkt, der hat eine ganz, ganz feine Textur, ist auch nur mit 12,5 PS unterwegs. Das war das, was JT sich auserbeten hatte, dass wir hier keine wirklich granatenmäßige Rotweinbombe an den Start bringen, sondern ein bisschen was Feinkliegeres. Mal sehen, er hat jetzt noch gut 1,5 Stunden Zeit. Mal gucken, ob er bis dahin am Start ist. Wobei, wir können ihn auch jetzt schon so Maß nehmen, glaube ich. Könnte man. Machen wenn er will. Nicht. Aber machen wir nicht. Bis machen wir nicht. Ja, was haben wir denn jetzt da? Also, wir sind jetzt schon im Finish von dem Risotto. Und das Gute ist, bei diesem Nudel-Risotto, ja. Das kannst du eigentlich mir so ein Blas machen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal schön Parmesan drin, bevor ich nochmal Salz dazu gebe. Oder Salz und Pfeffer, je nach Belieben, ja. Und je nachdem, wie konzentriert eure Form war, mit denen ihr hier immer abgelöscht habt, müsst ihr halt dann nochmal mit Salz und Pfeffer nacharbeiten. Ja? Okay. Es heißt ja bei dem Gericht Trüffel. Meine Frau kann Trüffel nicht leiden. Also mache ich jetzt erstmal kein Trüffel rein. Ich schmecke das jetzt so weit ab, dass es so in sich passt. Und das Geile ist, Nudelrisotto kannst du auch mal kurz kalt werden lassen. Und wenn du es wieder an den Start bringst, gibst du nur noch ein bisschen Wasser dazu. Natürlich auf dem Herd wieder aufwärmen und dann geht es das aus. Ich finde, beim Reis ist es immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, ich mache niemals Butter in mein normales Risotto, weil dann trennt sich das zu schnell das Fett ab. Das ist nicht so meins. Ja. Ja, jetzt müsst ihr einfach abschmecken. Das sollte nicht zu käsig sein, was ich aber sehr gerne mag bei einem normalen Risotto. Hier sollte es sich so ein bisschen leichter ausgehen, zumal wir ja auch nochmal Trüffel dabei geben. Ja.
Der Maso, es ist ja nicht wie bei den armen Leuten. Wir haben ja gedacht, machst du mal Obacht. Wir trinken ja mal hier und da mal ganz gern parallel. Genau, und das machen wir nämlich auch heute, weil wir haben uns gesagt, es muss ein wirklich schöner, feiner, feingliedriger Roter sein, aber die Alternative ist das hier, und zwar wirklich großes deutsches Riesling-Kino. In dem Fall vom Daniel Wagner, Mastermind vom Weingut Wagner Stempel, der Riesling vom Porphyr. Porphyr ist so ein ziemlich altes, uraltes Gestein. Das Ding ist aus dem Jahr 2009, also auch jetzt wirklich kein Jüngling mehr. Im ersten Moment ein bisschen Tankstelle, dann kommen auf einmal richtig Steinobst, Pfirsich, Aprikose und ähnliches, sattreif. Im nächsten Schwung wirklich Cox-Orange, aber vollreif, vollreifer Apfel. Dazu viel, viel Mineralität und Wiesenkräuter. Also das ist ganz spannend, wir haben den gerade eben erst aufgezogen, mal gucken, was der zum Essen kann. Ja, und ich lese mich jetzt mal auch in die Wiss. Also das ist so ein geiles Zeug. Der wird den Abend nicht überleben. Nee, glaube ich auch nicht. Auf keinen Fall. Mensch, jetzt hast du ja schon wieder gesalzen hier. Die Pakete flippt völlig aus. Ja, ich nenne ihn ja der Raketekarl. Ja, hier Raketekarl, pass mal auf. Ich habe nicht nur gesalzen, das war nicht das Thema. Das war mit dem Pfeffern vor allen Dingen. Hat er gemeint, ja, Salze ist okay, aber mit dem Pfeffern, das geht schon. Das darf halt nicht so lang auf der heißen Flamme sein. Und für dich nochmal extra. So, wie immer beim Braten, wie ihr das mögt. Also Medium ist, finde ich, Pflicht. Ja. Ich mag es lieber Medium Rare. Die und ich mögen das, meine Frau nicht ganz. Wobei jetzt hier beim Rinderfilet, ja, also ey, komm Medium Rare, das muss gehen. Das geht auch. So, und währenddessen fange ich jetzt schon mal an hier. Ich habe das schon mal in irgendeiner Kochfolge gesagt. Im Prinzip diese Technik, ja. Der Elfer, du machst zum Beispiel auch auf so einem normalen, nicht auf dem Wasserbad, ja, sondern direkt in den Topf. Das habe ich mal gelernt vom Rainer Sass, der beim NDR als Fernsehkoch arbeitet, unter anderem, ja. Dass man so, eigentlich im Prinzip so einen Soße oder einen Weg hat er so gemacht, ja. Fand ich sehr geil und das funktioniert. Ihr müsst aber auch immer wieder mal, ihr gebt erstmal Gas drauf und dann müsst ihr mal runtergehen, weiter schlagen. Das ist ein bisschen aufwendig, ne? Aber hier, hallo, nichts ist geschenkt, hallo. Und die 8, von mir aus auch die 8, Lukas, ich, warte mal, hier, ist das eine 8 oder, ne, ich kann's nicht. Ich mach nicht. Die 11. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Salz dazu gegeben und Pfeffer, weil da müssen wir nochmal kontrollieren. Und jetzt seht ihr schon, guck mal hier, im Prinzip habe ich jetzt einen Sabayon, ja? Ah, oh, wie schön. Ja? So, und jetzt kommt Folgendes. Jetzt kommt hier. Ich mache erstmal 50 Gramm eiskalte Butter. Eiskalte, und zwar gefrorene Butter. Drunter. Und tue die hier erstmal ohne Hitze untermontieren, respektive aufmontieren. Ja? Und es kam eine Frage auf, warum die so einen Stand hat. Ja, deswegen. So einfach ist es. Ja, verrückt. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Jetzt bin ich hier. Pusche. So, was hast du jetzt gemacht? Ich habe mich entschieden, die ganze Butter nein zu machen. Wir sind jetzt hier vielleicht bei 70 Gramm. Du nimmst die Butter wegen der Konsistenz oder wegen dem Geschmack? Also so montierst du eigentlich generell auch Soßen auf. Und bei meiner Art von Soße Bernays kommt da hier nicht lauwarme Butter und dann im Wasserbad aufgeschlagen auf, sondern mit dieser Technik
aber so. Ja. Dass er ja die eiskalte Butter da runter macht und dann wieder auf die Flamme aufschlagen. Nochmal abschmecken. Ja, das passt. Und jetzt kommt dann auch gleich der Estragon dazu. Ah! So. Und das ist ja nicht wie bei den armen Leuten. Ich mag frischen Estragon. Ja, wie schön! So, das war's. Und jetzt richten wir an und dann zeigen wir euch, wie das fertig ist. Oh. So, ja, wir haben gar Geld für frische Trüffel, also nehmen wir eine Trüffelpaste. Aber da müsst ihr echt vorsichtig sein, ja? Weil Trüffel ist sehr intensiv, ja? Und das macht ihr ganz am Schluss, ganz, wirklich ganz am Schluss, ja? Wie jetzt. Sieht das aus. Oh. Ja, das ist diesmal ein bisschen dünner geworden als beim letzten Mal. Weil ich dann doch zu viel Flüssigkeit genommen habe beim Fond. Das macht aber gar nichts. Nein, ach, wie das duftet. Die Leute, die da hier gefragt haben, wissen Bescheid. Hey, was haben wir hier für schöne Licht jetzt gerade, ne? Oh, das ist fein. Jetzt pass mal, wir sind durch. Wir haben grandios gespeist. Dieses Filet war auf den Punkt gewesen. Dieses Risotto, träumische. Und zwar hinten raus mit dem Trüffel, das es für JT und mich gab. Aber es gab auch eine trüffelfreie Risotto-Version für Susanne. Und das hat möglicherweise eben auch Einfluss gehabt auf die Bewertung. Der hier ist tatsächlich der Sieger des Abends gewesen. Der Riesling vom Porphyr, vom Daniel Wagner. Du Gott. Ja. Also, Daniel, du Gott. Jetzt, echt? Ich nicht? Scheiße. Aber gut, ich kann damit leben, ich kann damit leben. Jetzt heute wieder. Nein, aber das heißt... Ich muss mal ganz kurz was sagen, ja. Also der Tietje ist ja bei uns, wir haben übrigens immer noch die Regelung, eine Person trifft sich mit einem Haushalt, ne? Also Corona, alles klar. Er wird sich nachher im Gästezimmer in den Main, also irgendwie weinend in den Schlaf, irgendwie, oder wie nennst du das nochmal? Ihr wisst Bescheid, danke. Genau, hineinträumen. Nevertheless, also, dieser Weiße, der hat... JT, Susanne und ich muss auch sagen, auch mich überzeugt. Ja. Hat wunderbar gepasst dazu. Spannend war, dass auch hier unser wunderbarer alter Bordeaux gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Denn in der Kombination mit der Speise war es so, gerade mit dem Fleisch hat der Rote ein bisschen mehr geleuchtet. Meine Meinung. Mit dem Risotto, eben der Weiße, bei den Herrschaften gegenüber... War es ja leider ganz anders. Ja, macht ja nichts. Aber weil ich keinen Trüffel hatte. Nein, auch da, ganz wichtig, es war gerade ein kleines Späßchen, es gibt keinen leider. Sondern was schmeckt, schmeckt. Und wenn es schmeckt, ist es geil.